Ja, hallo. Ich mache heute ein Indoor-Video, kein Outdoor-Video, wie bei den vorhergehenden, da es in den letzten Tagen sehr stark gewindet hat in Hamburg und auch heute windet es sehr stark draußen und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass du mich dann nicht richtig hörst. Also heute Ausnahme, ein Indoor-Video und zwar in meiner Küche, weil es ja heute um Hamburg riechen und Hamburg schmecken geht. Ja, ahoi und herzlich willkommen in Hamburg in der Kulturkajüte, dem Raum für windgeschützte Kommunikation für Süddeutsche, die neu nach Hamburg ziehen. Ich bin Nadine Haag und ich bin dein Hamburg-Coach für deinen Weg nach Hamburg. Ja, wenn du nun kein Süddeutscher oder keine Süddeutsche bist, dann macht das überhaupt nichts. Ich freue mich trotzdem, wenn du dabei bist. Du bist trotzdem herzlich willkommen und ich bin mir sicher, dass du auch etwas aus diesem Video für dich herausziehen kannst. Ja, ich freue mich, dich zum vierten Video begrüßen zu können, der fünfteiligen Videoreihe mit dem Titel Hamburg mit allen fünf Sinnen erfahren. Das ist ja das Konzept der Kulturkajüte und wir hatten ja schon mal Hamburg sehen, wir hatten Hamburg hören und jetzt sind wir eben bei Hamburg riechen und schmecken angelangt. Ja, das Konzept der Kulturkajüte, wie gesagt, Hamburg mit allen fünf Sinnen erfahren. Das ist eben einfach wichtig, dass du dir der Unterschiede bewusst wirst zwischen Hamburg und zwischen deiner Heimatregion oder der Heimatstadt, aus der du eben hierher ziehst. Fangen wir mit Hamburg riechen an. Ja, mit Hamburg riechen meine ich so eine typische Luft hier in Hamburg, also so ein typischer Duft in der Luft. Und lass mich dir eine Anekdote erzählen. Und zwar, als ich ein junges Mädchen war, waren meine Eltern auf Reisen in Berlin. Das war damals noch eine geteilte Stadt und sie kamen aus West-Berlin zurück und brachten mir so ein kleines Döschen mit. Und da stand eben Berliner Luft drauf und da war so ein Bär aufgedruckt, so ein Berliner Bär. Ja, ich fand das natürlich ganz toll, habe das natürlich aufgemacht und war natürlich nichts drin. Ist ja klar, sollte ja auch nur Luft sein. Ja, mit der Hamburger Luft ist das anders, denn die Hamburger Luft, ja, die kannst du nicht in Dosen kaufen und die kannst du auch nicht mitnehmen woanders hin und die gibt es auch nicht in Berlin und vor allem gibt es sie auch nicht in Süddeutschland. Und warum gibt es die Hamburger Luft nicht in Süddeutschland? Weil es in Süddeutschland kein ausgesprochen maritimes Klima gibt. Und dieses maritime Klima, das tränkt sozusagen die Luft. Die Elbe beeinflusst eben die Luft und dadurch ist eben diese Luft ein bisschen schwerer. Sie riecht manchmal so nach Tang oder nach Meer oder auch ein bisschen so nach Urlaub manchmal. Und du spürst das eben vor allem in den elbnahen Gebieten. Das heißt, mit elbnah meine ich Altona, das ist im Westen von Hamburg. Also von dir aus gesehen muss ich jetzt diese Bewegung machen. Und eben auch die ganzen Stadtteile, die dann noch westlich von Altona sich befinden. Das sind die sogenannten Elbvororte. Ja, und wenn du nun mit dem Zug zum Beispiel in Stuttgart oder in München oder in einer anderen süddeutschen Stadt zusteigst und dann in 5 oder 6 Stunden in Hamburg bist, dann wirst du eben merken, wenn du an der Endstation Hamburg-Altona aussteigst, dass eben einfach diese Luft so ein bisschen, ja, eben wie so nach See riecht, ne? Wie so nach, also See im Sinne von Meer riecht. Das ist nicht immer so, das ist auch nur so, wenn der Wind eben entsprechend weht, aber es ist eben schon häufig so, also in dieser Gegend eben im Westen von Hamburg. Ja, so viel zu Hamburg riechen. Wir kommen nun zu Hamburg schmecken. Und ich möchte dir gerne erzählen, was hier in Hamburg so gegessen wird, an salzigem und auch an süßem. Ja, bei salzigem fangen wir am besten gleich mal mit dem ersten an. Das ist natürlich das Klischee, das ist natürlich der Fisch. Ja, und ich habe irgendwie so den Eindruck, dass ganz oft in Süddeutschland gedacht wird, dass hier wahnsinnig viel Fisch gegessen wird, von morgens bis abends irgendwie nur Fisch. Also das stimmt gar nicht. Also ich habe nicht den Eindruck, dass hier irgendwie wesentlich mehr Fisch gegessen würde als im Süden. Es gibt natürlich Fischrestaurants, das ist klar, und es gibt vor allem die Fischbrötchen. Also die sind auch sehr beliebt, aber die hast du ja auch in Süddeutschland, seit die Firma Nordsee ja sich ja überall in Deutschland expandiert hat, sind ja auch die Fischbrötchen in Süddeutschland bekannt. Ja, was
jetzt sehr typisch ist für Hamburg und was heißt typisch, also es ist sehr traditionell, typisch für das traditionelle Hamburg und du findest es auch bestimmt in jedem Reiseführer, das ist der oder das Lapskaus. Und der hat ja nicht so einen tollen Ruf, weil es so eklig aussieht. Warum sieht das so eklig aus? Es schimmert so ein bisschen rötlich und es ist so ein bisschen ja so schlierig, schaumig. Ja, ich hoffe, es dreht dir jetzt nicht den Magen um, denn es ist eigentlich total lecker von dem, was drin ist. Da sind Kartoffeln drin, da ist rote Beete drin, da ist Fisch drin, also meistens Rollmops, manchmal auch Aal, dann ist es ein bisschen fett. Aber es schmeckt eigentlich total gut. Es ist so ein deftiges, einfaches Essen. Und wenn das gut zubereitet ist, schmeckt das, wie gesagt, auch super. Nur, du darfst dich eben einfach nicht vom Äußeren beeinflussen lassen. Ja, kommen wir zur dritten Sache, die hier in Hamburg gerne gegessen wird. Und das wirst du garantiert in keinem Reiseführer finden. Und zwar ist das Mettbrötchen. Das Mettbrötchen ist etwas, was du, wenn du zum Beispiel in einer größeren Firma arbeitest, die eben eine Kantine hat, das wirst du eben morgens, sagen wir mal morgens um 8, wenn vielleicht auch schon manche Leute frühstücken oder sogar noch früher, dann wird es das geben. Und die Leute essen das. Also die essen das mit Begeisterung. Ne? Das ist, falls du das nicht kennst, ist das so ein halbes Brötchen, so eine halbe Semmel für die Bayern und da ist eben so ein Hackfleisch, ein grob gehacktes Hackfleisch drauf und mit Zwiebelringen, manchmal ist die Zwiebel auch klein geschnitten. Ja, und das ist schon so ziemlich deftig, also ziemlich heftig, wenn man das morgens um 8 zu sich nimmt. Aber es gibt viele Leute hier in Hamburg, die mögen das total gern. Und die anderen, die das nicht mögen, die haben ein ganz fieses Wort dafür und nennen es Bauarbeitermarmelade. Natürlich nicht so nett, ne? Okay. Ja, kommen wir zum Süßen. Und zwar gibt es da auch verschiedene Dinge, aber ich möchte mich am besten auf das Franzbrötchen konzentrieren. Das Franzbrötchen gibt es hier in jeder Bäckerei und du findest es auch, also es, zum Frühstück gibt es das überall und eigentlich jeder mag es. Ich mag das auch sehr gern. Und ich habe dir hier auch ein Franzbrötchen mitgebracht. Ich habe es heute gekauft, damit du eben einfach weißt, wie das aussieht. Moment. So. Und zwar, so sieht also ein Franzbrötchen aus. Ich kipp das so ein bisschen, dass du das sehen kannst. Ne? Und zwar ist das etwas, das wird aus Plunder oder Hefeteig gemacht und dann kommt Zimt und Zucker rein und manchmal kommen auch noch Rosinen drauf oder Schokolade, also Schoko-Franzbrötchen, Marzipan, manchmal sogar auch sowas Herzhaftes wie Kürbiskerne. Und ja, also gibt es eben, wie gesagt, in allen Varianten. Und ja, und das mögen die hier also total gern. Ich mag das auch sehr gern. Und ja, du siehst hier, das Franzbrötchen hier ist so ein einfaches, so ein ganz schlichtes Franzbrötchen. Und die Herkunft dieses Franzbrötchens ist heftig umstritten. Es gibt drei Theorien. Und zwar erstens, dass die Franzosen das mitgebracht haben, die französischen Soldaten, die von 1806 bis 1814 Hamburg besetzt hielten, zur Zeit von Napoleon. Dann gibt es noch eine zweite Theorie, dass es eben der misslungene Versuch war, eines Hamburgers ein Croissant nachzubacken, ein französisches Croissant herzustellen. Und dann gibt es noch eine dritte Theorie, die besagt, dass es aus dem sogenannten Franzbrot hergestellt wurde. Ein Franzbrot ist so ein längliches Brot, eben wie das französische Brot, das wir unter dem Namen Baguette kennen. Und dass das eben halt so in Stücke geschnitten wurde, dann in die Pfanne gehauen und angebraten mit Zucker und Zimt und dass das dann eben dieses Franzbrötchen hier ergeben hat. Das ist aber wie gesagt umstritten, wo das wirklich genau herkommt. Ja, das Franzbrot, nicht das Franzbrötchen, findet man übrigens auch in der Literatur. Wenn du die Buddenbrooks kennst von Thomas Mann, da kommt eben auch das Franzbrot vor. Das gibt es also eben auch, gab es eben auch schon damals in Lübeck, wo eben der Roman spielt. Wenn du den Roman nicht kennst, ist es so eine Art, ja ich sag mal, Familiensaga, die eben den Niedergang einer hanseatischen Familie darstellt. Und genau, und die essen eben das Franzbrot, das wird immer empfohlen vom Arzt, wenn sie irgendwie zu üppig gegessen haben, da heißt es immer,
iss Franzbrot und dann wird es dir besser gehen. Also wie gesagt, vielleicht ist das der Vorgänger vom Franzbrötchen, wir wissen es nicht. Franzbrötchen kommt jedenfalls nicht vor bei Thomas Mann. Ja, ich stelle das jetzt gerade mal hier wieder zur Seite, damit ich die Hände frei habe. Und jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar, wie immer habe ich eine Frage an dich. Schreib mir doch einfach unten auf das Video drauf ein typisches Gericht, was es in deiner Heimatstadt oder in deiner Heimatregion gibt. Und zweitens, und oder, je nachdem, was du beantworten möchtest oder auch beides, und schreib mir einfach mal so einen typischen Duft oder so einen typischen Geruch von deiner Heimatregion oder eben deiner Heimatstadt auf. Woran denkst du? Also wonach riecht deine Stadt? Ja, wir sind nun am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Mir hat es Spaß gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn du das Video kommentierst, wenn du es teilst, wenn du mit anderen drüber sprichst oder es anderen erzählst, die sich dafür vielleicht auch interessieren könnten. Ja, und dann heiße ich dich natürlich auch herzlich willkommen zum nächsten Video, also zum fünften Video. Und das wird eben nächsten Freitag stattfinden, am 17. Juni wieder um 17 Uhr auf Facebook. Und da wird es dann gehen um Hamburg fühlen und Hamburg ertasten. Und da werde ich dann wieder draußen sein und lass dich überraschen, wo ich dann sein werde. Ich werde an meinem Lieblingsort in Hamburg sein und ihn dir zeigen. Ja, bis dahin, also bis zur nächsten Folge, wünsche ich dir alles Liebe und Gute und ja, mach's gut. Tschüss!